Herzlich willkommen zum heutigen Video, nochmal Back to the Basics, ich glaube mittlerweile Teil 10. Soll kein langes Video werden. Ich möchte euch einfach zeigen, beziehungsweise ich habe euch ja schon gezeigt, wie ich meine Stahlkochfächer herstelle, beziehungsweise dieses knotbare Niti herstelle. Heute soll es darum gehen, wie ich mein dickes Flurkarbon. Es gibt manchmal Situationen, da fische ich gerne mit Hartmono oder dickes Flurkarbon. Ich habe euch das hier unten mal aufgebaut, was wir dafür alles brauchen. Einmal die Krimpzange, eine vernünftige Schere. Ich verbinde das heute mit den Twistlock Swivel. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Ein Wirbel, die Quetschhülsen. Ich habe hier schon eine rausgeholt, damit das nicht so lange dauert. Und natürlich mein Fluorcarbon bzw. mein Hartmono. Ich habe hier eins von Savage Gear, 090er, sind 30 Meter, 41 Kilo. Da komme ich eigentlich recht gut mit zurecht. Anfangen tun wir ganz einfach. Wir ziehen uns wieder unsere Quetschhülse hier drauf und dann unseren Twistlock Swivel. Dann sieht das Ganze so aus. Ich ziehe hier nochmal ein bisschen mehr ab. Dann haben wir das Ganze so. Ich hoffe, oh, das kann man erkennen. So, ganz einfach. Dann ziehe ich mir so gute, naja, 5 cm raus. Fummel das durch die Quetschhülse wieder durch. Augenblick. So, wenn ich es durchgezogen habe, das zweite Mal, dann sieht das Ganze so aus. Hier steckt, guckt noch ein Stück über. Jetzt nehme ich mir einfach ein Feuerzeug und mache mir hier vorne am Ende, was ich durchgesteckt habe, so ein Pilz. Kann man es erkennen? Das ist nochmal ein Durchschlauf oder Durchrutschschutz in meinen Augen. Da fahre ich immer ganz gut mit. Das mache ich bei jeder Fluorcarbon oder oft bei der Fluorcarbon-Montage. Dann rücke ich mir das zurecht, so wie ich es haben will. Ich lasse hier wirklich eine schöne Schlaufe, dass der Köder nachher schön arbeiten kann. Das ist noch ein bisschen zu lang. So. Eins vorweg noch oder dazu, ihr müsst wirklich darauf achten, was ich auch schon beim Stahlvorfach gesagt habe. Wenn ihr 0,90er Vorfach oder Stärke habt, dann müsst ihr natürlich auch die passenden Quetschhülsen. Ihr seht, ich habe hier eine 1,8 mm Quetschverbindung, damit wir ja einmal durch und wieder zurück können. So, wenn ich das gemacht habe, sieht das Ganze so aus. Hält noch eine Hand dahinter. Jetzt nehmen wir unsere Quetschzange und wieder mit einem beherzten Druck quetschen wir das Ganze zusammen. So, wunderbar. So, wir holen das hier wieder aus der Quetschzange raus. Und schon ist das eine Teil oder das eine Teil der Montage fertig. Wie ihr auf der anderen Seite den Wirbel montiert, das zeige ich euch jetzt nicht in diesem Video, das haben wir schon beim Stahlvorfach gemacht. Das ist ähnlich, Quetschhülse rauf, den Wirbel rauf, wieder durch, wieder den Pilz machen. Jetzt gibt es an diesem Twistlock Swivel eine Spirale, die dreht ihr einfach auf bis zum Ende und hakt euren Jerkbait ein. Oder euren Köder, den ihr fischen wollt. Das geht relativ einfach. Solltet ihr das jetzt gemacht haben, holt ihr euch die Spirale wieder zurück, drückt das ein bisschen runter und schraubt sie wieder entgegengesetzt zu. Das machen wir mal eben. So, das habe ich gemacht. Und das ist in meinen Augen die sicherste Verbindung, die ich fischen kann, wenn ich mit Hardbaits oder mit Jerkbaits
arbeitet. Ihr seht, wie der Köder spielen kann. Er hat absolute Freiheit hier im Öhr. Er hat absolut Freiheit hier vorne. Er kann sich in allen Richtungen drehen. Am anderen Ende habt ihr euren Wirbel. Und das ist meine Montage für die Jerkbait-Angelei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ruhig rein. Ich mache jetzt nochmal einen Wirbel dran. Dann kommt das Ganze wieder in meine Pocket. Da, wo ich alle meine Vorfächer drin habe. Und dann kann ich damit ans Wasser gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.